Willkommen zurück bei Dead or Alive Extreme 3. Ja, schon kein Volleyball mehr im Titel. Nein. Festgestellt. Gibt es ein paar andere Sachen. Ich glaube, das wäre zu lang alles. Und die guckt ganz fröhlich ja auch. Ja, sie ist gut drauf. Die hat ihren Kaffee getrunken, ihren Eiskaffee, den wir geschenkt haben. Ja. Und jetzt würde sie sich mal bereit machen fürs Casino, was wir machen wollen. Ja. Das ist auch unsere Mission, von daher finde ich das gar nicht so verkehrt. Ab ins Casino. Roulette haben wir schon probiert, Blackjack haben wir schon probiert. Jetzt geht's los mit Poker. Deine Partnerin ist auch da. Honoka. Ah, stimmt. Und Mary Rose. Und rechts ist wer? Momiji. Momiji. So, dann geht's ab zum Pokern. Gucken, was für eine Poker-Variante es ist. Es gibt ja sehr viele verschiedene Poker-Regeln und Poker-Varianten. Okay. Wir gucken uns mal die Regeln an. Dass wir ganz kurz da durchsteigen. Also, das spielt man natürlich jetzt gegeneinander. Und wer die stärkste Hand hat von allen am Tisch, gewinnt. Mhm. So, man kann am Anfang sein... den Mindesteinsatz muss man natürlich setzen. Dann werden die Karten ausgeteilt und dann kann man entweder entscheiden, ob man den Einsatz erhöht oder ob man einfach den Einsatz, der jetzt mindestens gefordert ist, weil die anderen vor einem dran waren, mitgeht. Also man kann immer sagen, ich gehe einfach mit dem Einsatz, der gerade gefordert ist, mhm, oder ich erhöhe den Einsatz, weil man halt entweder bluffen möchte oder eine sehr gute Hand hat zum Beispiel. Ja. Dann kann man jetzt hier neue Karten bekommen, wenn man welche abwirft, die man nicht behalten möchte. Das ist schon eine andere Variante als sonst. Okay. Dann kann man in der nächsten Runde wieder nochmal raisen, also nochmal den Einsatz erhöhen. Und dann gibt es einen Showdown, wenn der letzte Spieler dann einfach gecallt hat, legen alle ihre Hand offen und man sieht, wer gewonnen hat. Ne? Noch ein bisschen, jetzt alles klar. Ein bisschen die verschiedenen, okay. Das die verschiedenen ich auch Hände. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine Variante, in der man auch wieder neue Karten kriegt, indem man welche abwirft. Okay, ich habe auch ewig kein Poker mehr gespielt. War nicht immer ganz witzig. Es gab eine Zeit lang, wo Poker... Also One-Pair und Two-Pair kriegst du ganz schnell. Ja, es gab eine Zeit lang, wo Poker sehr hip war. Mhm. Und da haben wir es auch, dass wir mit Freunden gespielt und so. Es hat echt Spaß gemacht. Müssen wir euch mal wieder machen. Naja, gut. Also, es gibt natürlich, wenn du ein Paar hast, ne, oder zwei Paare, dann sieht man auch mal, wie stark die Hand ist. Oder drei von einer Sorte halt, ne, drei von einer Zahl oder von einem... Das sind nicht so starke Karten im blauen Bereich. Dann im mittleren Bereich ist dann eine Straße, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ein Flush ist einfach einer von derselben Farbe, egal welche. Mhm. Full House, genau, sind 3 und 2. Ein Dreierpaar und ein Zweierpaar. Four of a Kind ist schon sehr selten. 4 gleiche. Straight Flush ist eine Straße, aber in der gleichen Farbe. Ja. Und Royal Flush ist einfach das... Die höchste Straße, also Straßen können jetzt sein 5, 6, 7, 8 oder 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und je höher ist es die halt Karten, ab 10 bis 8. Genau, je höher halt, die Karte ist, die letzte Karte oder die Straße, ja, desto besser ist die Straße. Und wenn du noch eine Straße hast, die auch der gleichen Farbe ist, ist natürlich alles. Also, du wirst ganz oft One and Two Pair haben oder Three of a Kind. Das kriegst du echt oft. Kann ich dir jetzt schon sagen. So, dann fangen wir einfach mal an und setzen den Mindesteinsatz. Man kann auch mal aussetzen beim normalen Poker. Wenn du was hast von den Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann glitzert das so. Das wirst du dann sehen. Du hast jetzt gerade nichts. Ich hab nichts. Ja. Jetzt hast du gerade nichts. Witzigerweise ist, ja genau, wir haben die New Tango und den Bikini, die wir auch haben. Ja, genau, du siehst also die Bikinis, die sie alle haben können. So, ne? Aber jetzt kann ich halt callen. Das sollte man nicht immer machen. Das heißt, man nimmt mindestens den Einsatz von den anderen an. Ja. Müssen wir mal gucken. Man kann den Einsatz erhöhen. Oder man kann folden, man hört normal, einfach auf. Ich sagen, kann einfach mal callen. Weil wir haben den Einsatz eh schon bezahlt, den Mindesteinsatz. Jetzt kannst du dann auch Karten wechseln. Genau. Honoka ist gerade noch dabei. Im Prinzip. Du musst halt jetzt bestimmen, welche du behalten. Jetzt hast du ja alle gewechselt, ne? So, ich dachte, siehst du, jetzt hat er das Geglitzer gemacht, jetzt hast du was. Ich habe ein paar. Ja. Ich habe gerade, dass ich ein bisschen wollte, ich es irgendwie anders machen. Aber es hätte ich anders drücken müssen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber trotzdem ist das eine ziemlich schwache. Es ist ein Paar nur und dann noch ein kleines Paar. Ich kann dir nur sagen, die anderen haben bei mir noch nie ein Full House oder sowas gehabt, als ich. Aber trotzdem fold ich an der Stelle, weil das ist nichts. Ich hätte das jetzt schon gespielt. Dann kannst du gewinnen. Ja. Ich fand das ziemlich schwach, die Hand. Also ich habe mit sowas schon zwei gewonnen. Zwei Dreien? Ja. Guck mal, was die haben. Jetzt sieht man es ja. One Pair and no Hand. Aber zwei Vieren. Und ich hätte 2-3, also manche wäre schwächer gewesen. Ja, gut. Also 2-3 ist schon echt ja, scheiße. Aber siehst du eh, die hat auch nur ein One-Pair, wie also von dem her gehabt, ne? Ja. Ass, 5, 3, 2, 5. Ja, hast wieder was.
So, wir callen einfach mal. Ich nehme ein bisschen Poker hier, wo ich mich anstelle. 442.000, aber gar nicht so wenig gerade. Ja. Also jetzt nicht super viel. Siehst du, er sagt dir dann eh die zwei, die du behältst, weil das das Glitzern verursacht hat, ne? Und jetzt kann ich bei jemandem entscheiden, ob ich die behalte oder nicht. Oder nicht, genau. Aber ich könnte jetzt trotzdem weggeben. Du könntest schon, ich würde die behalten. Ist auch sicherlich sinnvoll, an der Stelle die zu behalten, dann gebe ich die mal weg. Ich habe das vorhin nicht ganz verstanden. Du kannst jetzt noch aussuchen, ob du eine von den dreien behalten möchtest. Und wenn du Exchange drückst, dann tut er die weg, wo du nicht hold stehen. Genau, das habe ich vorhin nicht ganz verstanden. Ja. Man muss also praktisch vor welche markieren, die man behalten möchte. Und dann, wenn man Exchange Cards drückt, dann gehen die restlichen weg. Ha, 4, das ist gut. Sehr schön. Das ist gut. Hast du es gehört? Honoka! Ich will jetzt kurz hier reinschauen, dann sieht es euch wie halt, ne? Four of a Kind, das ist schon echt eine starke Kant. Mhm. 4 gleiche. Das hat nur noch ein Straight Flush, also eine Straight Flush, hat eine Straße mit der gleichen Farbe oder halt ein Royal Flush höher. Mhm. Von daher, das ist schon echt gut. Mit 5 ist jetzt nicht so super stark, gibt bessere Karten, aber trotzdem ist es schon selten. Da kann man jetzt natürlich. Da würde ich dabei bleiben jetzt so. Wir können sogar erhöhen den Einsatz. Ja, also wir müssten jetzt auf 750 callen, aber wir erhöhen mal den Einsatz. Auf 1000. Wollen die halt nicht, noch nicht verschrecken, die anderen Mädels, aber wollen wir ja wissen. Dann machen wir 1200. So. Gucken, was sie dazu sagen. Ah, sie erhöhen auf 1950. Die denken auch, ich habe auch eine gute Hand. Ja, ja. Honoka hat es gelassen. Die sagt schon, ne. Und jetzt können wir halt mit Call, können wir auch auf 1950 gehen. Mhm. Also das angleichen, was wir haben, aber wir. Komm, Mädels, hier, 3500. Da hört sie auf. Dann hat sie... aber ich krieg trotzdem ja die, was sie gesetzt haben. Ja. Bisher, was auf dem Tisch liegt. Krieg ich schon. Hast gewonnen, schön. Das ist jetzt die Frage, hätte man vielleicht weniger erhöht, wären sie vielleicht mitgegangen, weil sie denken, ah, da setze ich noch. Wenn man zu viel erhöht und sie nicht so eine gute Hand haben, dann sagen sie natürlich, ah, das ist mir zu gefährlich. Ja, klar. Ja. Oh, der ist schön, den Kokoro da anhat. Wer ist Kokoro? Die erste mit 3. Ah, okay. Den hat bei mir Helena von mir bekommen. Das ist aber auch eine scheiß Hand einfach. Ich call einfach mal, nicht erhöhen. Boah, sie hat... Oh, okay. Die setzt dann gleich voll. Die können natürlich bluffen, weißt du nicht, ne? Ja. Aber ich sag, ne, ich habe eine scheiß Hand. Da gehe ich nicht mit. Hab ich da schon 900 Geld? Ich will call machen. Dann kannst du ja neue Karten bekommen. Ja, aber trotzdem... Das ist mal die Frage. Die verarschen dich wahrscheinlich nur. Das kann gut sein. Ja, das siehst du ja jetzt. Sie viel zurück. Ah, sie erhöht nochmal, gibt keine Karte zurück. Das ist nichts Gutes, was wir haben. Nein. Glaube ich nicht. Haben sie bei mir auch nie. Jetzt setzen wir ganz schön hin und her. 4000. Ja, ja, jetzt verarschen sie sich gegenseitig. Sie machen ganz irgendwas erzählen. Sag mal, was sie haben. Da, das ist doch nichts! 3 Asse ist nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht super, aber es ist schon. Ah, Gott. Quatsch. Verarschen sich nur. Quatsch, sagt der Hase. Okay. Two of a kind, oder? Ja. Two pair halt, oder wie man das sagt. Ja, ein pair halt, ne? Ein Paar. Ja, ein Paar halt, ja, Gott. Da callen wir erstmal die 500, aber eh. Alle callen. Und dann den Rest geben wir einfach mal zurück. Das ist auch nix. Ich kann natürlich auch mal bluffen, mal gucken, was im Spiel funktioniert. Bluff mal, ja. Die gehen jetzt eh nicht so so weit drauf, ne? Wir bluffen einfach mal. Du bluffst wieder mal extrem. Ja, beim Bluffen muss ja auch ein bisschen was. Okay. Hört sie auf? Marie Rose gleich. Du mich auch. Ja, Honoka. Ha, siehst du? Haben wir alle vom Tisch geblufft. Haben wir den Einsatz bekommen, wo wir scheiß Karten hatten. Also scheiße wird, aber ein Paar ist halt nicht viel. Die schön weggeblufft. Ja. Ha. Voll so verarscht. Ja, total. Mhm. Das schwächste Paar, was es überhaupt gibt. 2 Zweien. Dann nehmen wir die 500. Den Mindesteinsatz haben wir eh schon gebracht. Da können wir ruhig nochmal mitmachen. Das ist auch kein Bikini hier. Das ist eine Schuluniform. Ja. Immer so nebenbei gesagt. So, wir geben mal die Karten zurück. Behalten mal. Selbst die 2 Zweien, na, wenigstens ein Paar, aber kriegen wir 2 Paare oder gar nichts. Das ist auch wieder völlig wie die Tonne. Das ist ja aus dem Spiel, aus dem, ne, rechts. Ja, das kannst du ja spielen. Okay. Dass sie die Outfits wieder haben. Da gehe ich aber die nicht. Die kosten mit aber auch, weiß Gott Quatsch was. Hier. Ich glaube, bei Momiji habe ich das. Gomenasai.
Hat sich entschuldigt, die Honda. Man hört ja aus, ich finde, man hört auch gar keinen Unterschied zwischen den Stimmen. Doch. Nee. Ich höre das schon raus, wer was sagt. Ja. Habe ich ja am Anfang schon gesagt, wer was gesagt hat, ne? Die klingen für mich alle gleich. Nee. So, vielleicht haben zwei Paare. Vielleicht kriegen wir ja sogar mal ein Full House. Noch eine 4, noch eine 9, ne? Könnte ja sein. Nein. Ja, schade. Zwei Paare ist es ein Paar. Ja. Die haben wahrscheinlich auch nichts Besseres, das sag ich dir. Ich muss schon mal mitgehen. Die übertreiben jetzt nur wieder. Guck mal, wir haben zwei Paare. One pair one. Ah, wir haben zwei Paare. Alanda. Ich sag doch. Ich hab's dir ja gesagt. Wir haben bestimmt nichts Besseres. Glaube ich. 450.000? Ne, gucken wir mal. Ach, ich will noch mal eine richtig schöne Hand haben. So toll leider auch wieder nicht. Da callen wir einfach mal. Weil das Witzige ist, dass man bei dem Spiel jetzt ein bisschen die verschiedenen Bikinis sehen kann. Ja. Was irgendwie ganz nett ist. Diesen Sonnenblumen-Bikini bei der Honoka haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Das ist ihr Start-Bikini. Genau, weil sie mit uns spielt. Ist eigentlich ganz witzig, ihr auch mal einen neuen Bikini zu schenken, weil wir oft mit ihr zusammenspielen. Ja, dafür muss sie dich erst mögen. Sonst nimmt sie ihn nicht. Ja, aber es wird ja langsam, glaube ich. Mhm. Ja, du bist so skeptisch. Ich finde, wir haben ja ein paar Spiele zusammen gewonnen, ein paar Volleyballspiele. Ich das finde wird das schon, gut. Ja. Da gehen wir einfach mal mit. Das passt schon. Zwei Paare ist jetzt nicht so schlecht. Ja, die hat erst erhöht und jetzt hat er doch nichts auf der Hand. Da traut sich mich ja nicht. Na, Marie-Rose, was ist los? Na, zeig. Oh, Flash. Wow. Flash, okay. Das ist nicht schlecht. Mit alles Honokas. Was sind die Farben da bei dem Meer? Interessant. So, was haben wir? Nichts. 4, 5, 6. Das ist keine Straße, wir haben nichts. Da echt mal nicht. Aber das sind jetzt auch, das ist ganz rechts, ja auch wieder kein Bikini, sind aber trotzdem Sachen, die man normal im Shop kaufen kann, oder? Die oder ersten vier schon, gar nicht? Das fünfte glaube ich nicht. Gibt es das dann gar nicht im Spiel? Ist das einfach nur doch, Bild? Doch, du kannst so Specials erspielen. Und die kannst du nur im Ownershop dann kaufen. Und die sind sauteuer. Was heißt denn erspielen? Muss halt gut sein. Bestimmte Sachen erfüllen und so Quatsch. Aber die weiß dann vorher jetzt nicht, oder wie? Nee. Ich habe das eben letztens bei Momichi geschafft. Was hast du da gemacht? Kannst du mal verraten? Was hast du ich habe gut gespielt. Einfach gut oft beim Volleyball gewonnen, oder was? Ich habe ihre Wünsche alle erfüllt. Ich habe die Wünsche ihres Partners erfüllt. Ich habe andere Mädels glücklich gemacht. Also okay. Wenn du da richtig alles raushaust, was geht, ja. Habe ich den dann irgendwie bekommen. Okay. Aber ich kann dir nicht genau sagen, was ich da ganz genau gemacht habe. Ne? Und dann taucht das im Shop auf oder wie? Da kriegst du eine Nachricht? Kriegst du eine Nachricht, dass du das jetzt so, dass du das und das jetzt kaufen kannst im Online-Shop. Du das freigespielt hast sozusagen. Ja, genau. Ah. Okay. Und bei Momiji habe ich dann ihre Kampfausrüstung freigeschaltet. Ah, okay. Die kann sie dann noch tragen. Das können wir dann mal prinzipiell mal schauen, einfach mal, wenn wir nachher vielleicht mal auf deinem Account was machen, ja. Was du schon so für irgendwie ein freigespielt hast oder so, dass man das zumindest mal sieht. Weil bei mir ist jetzt ja noch nicht so viel. Ein paar haben jetzt hier wieder nur. Den Honoka da trägt, die zwei, den kriegst du auch nur über Kokoro. Hast okay. Nicht geguckt jetzt, ne? Ja, ich hab's noch gerade noch gesehen, als du es gesagt hast. No hands, das ist so geil! Two Pairs wäre aber auch besser gewesen als unseres. Den Badeanzug fand ich eben ganz nett von der New Tango Links. Habe ich jetzt leider nicht gesehen. Der da. Den kannst du ja kaufen. Ja. Mit ihr. Stimmt, den haben wir auch schon gesehen, ne? Weil sie irgendwie ja. Jetzt ganz witzig auf dem Bild zumindest ganz nett aus. So, wir haben 2, 3, 4. Da fehlt halt eine 5. Du kannst natürlich jetzt gamblen, kannst einfach zocken und auf eine 5 hoffen die Chance natürlich relativ klein für eine. Hm. Können wir trotzdem mal probieren. Wir haben eine Straße. Eine Straße ist schon nicht so schlecht. Können wir mal ganz kurz reingucken, ne? Hier zeigt er dann die Seltenheit. Eine Straße ist immerhin schon ganz nett. Ja. Das ist nicht super. Aber das ist schon nicht so schlecht. Dann können wir mal zocken und gucken, ob wir eine Straße bekommen. So, die will ich dann behalten alle. Und die nicht. Eine 5? Nein. Dann wäre es eine Straße gewesen. So haben wir jetzt einen Scheiß. Wir haben ein paar. Kannst ja sicher nochmal wechseln. Man kann nur einmal wechseln, ja. Geh mal mit halt, was soll's da schon drin?
Gucken, was sie hat, ob sie geblufft hat. Wir haben das niedrigste Paar mit zwei. Oh, sie hat einen Straight. Sie hat die Straße, die wir nicht hatten. Und auch eine bessere. Wenn sie eine Straße gehabt hätten, hätte sie die bessere Straße gehabt. Oh. Drei Damen. Mhm, three of a kind, ne? Ja, das ist schon mal ganz nett. Vor allem hast du natürlich immer tendenziell noch oder potenziell die Chance auf ein Full House, ne? Mhm. Das klingt eher aus wie so ein Dessous-Dings. Das kannst du ja auch mit ihr kaufen. Das ist, ja, ich mein, das ist aber eher nicht aus, so spannend. Das sieht eher aus wie ein Dessous, nicht wie ein Badeanzug, meine ich nur, oder wie halt Bikini. Ja. In dem Spiel ist ein Bikini. Oh, wir haben ein Full House. Geil. Das ist schon gut. Sie erhöhen jetzt schon. Leider ist die in der Mitte schon ausgestiegen. Wer ist das nochmal? Hitomi. Hitomi. Wir dürfen sie halt nicht verschrecken. Wir erhöhen mal auf eigentlich nicht zu viel. Nicht, dass wir die verjagen. Ah, wir müssen langsam ein bisschen. Jetzt langsam ein bisschen im Kreis. Ein bisschen erhöhen immer. Das Korn. Ach, sie raced nochmal. Sehr schön. Sie callt immer nur. Sie raced, sehr schön. So muss man es weitermachen. Mal gucken, ob sie eine gute Hand hat, wirklich, wie sie die ganze Zeit macht. Die Honda kann, ne? Oh, jetzt erhöht sie auch nochmal. Die Mary Rose will sie nochmal mitspielen. Jetzt wird hier aber gezockt, ne? Aber alle callen nur noch. Jetzt wird's aufgedeckt. Ja. Ist aber ganz aufgeregt. Ist ganz aufgeregt, die Honda. Karl, die hat gar nichts, die Mary Rose. Das ist so geil, aber geht einfach mit. Und zwischendurch noch erhöhen. Damals noch abgeräumt. Das hat auch jetzt eigentlich ein nettes Ende. Ja, das stimmt. Mit einem Hast Full du gut gemacht, House. Ja. Dann können wir jetzt hier mal rausgehen. Dadurch, dass ich nicht so einen hohen Einsatz hatte, ging es nicht um wirklich viel. Nächstes Mal müssen wir hier mit ordentlich Geld an den Tisch gehen, damit wir wissen, was rausgehen. Ist ja klar. Dann gehen wir zurück in den Raum. Haben einen netten Abend gehabt, doch, hier im Casino. Ja. Das ist sie ganz erschöpft. Dann würde ich sagen, dann geht sie mal ins Bettchen jetzt, oder? Genau. Haben wir noch was zu tun? Nee. Haben wir alles gemacht. Haben wir alles gemacht, ne? Finde ich auch. So. Oh, ihr müsst. Lernen wir noch Japanisch hier? Ja, ein bisschen. Ja, guck, sie kann es schon gar nicht mehr erwarten. Ja, Hurry up, sagt sie. Sie ist schon richtig, freut sich auf den Tag und freut sich auf die nächste Folge, wenn wir weiterspielen. Werden uns dann, ja. Wir haben doch jetzt nur das Casino gemacht. Ja, trotzdem, das war ja eine extrem lange Folge. Deswegen der nächste Tag wird schon gemein, ne? So bin ich. Ja, so bist du, ne? Ich würde schon wieder den Tag da mitmachen, einfach. Nee, ich will nur die Folge mit dem neuen Tag beginnen. Das Buch also ein bisschen. Das war eine extra Folge. Ah, und dann, eine extra Folge. Also es gibt wieder natürlich Volleyball, es gibt noch. Ich will jetzt mal, dass dieses Hüpfspiel, das habe ich ja letztes Mal total schnell verkackt, weil Poolhopping. Ich irgendwas vergeigt habe. Dann, und noch ein paar, es gibt noch ein paar Sachen, die wir jetzt nicht so richtig gesehen haben in dem Spiel. Ja. Das wollen wir uns alles in den nächsten Folgen anschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann. Bis dann.